Gedanken zum Film Le Mans 66, Originaltitel Ford wie Ferrari oder wie in Frankreich heißt Le Mans 66. Ich hatte kein Französisch. Wir fangen an mit James Mangold, dem eher unbekannteren Regisseur oder den meisten eher unbekannt sein wird. Los geht's. James Mangold, der die Regie führte bei Filmdramen wie Copland mit Sylvester Stallone in einer seiner schauspielerisch besten Rollen neben Creed, durchgeknallt mit Angelina Jolie, die einen Oscar dafür gewann, Walk the Line mit Joaquin Phoenix, der hier den Oscar als bester Hauptdarsteller gewann. Außerdem Genrefilme, die kleine Geheimtipps sind wie Identität, einem Horror-Psychothriller und Todeszug nach Human, einem Western mit Christian Bale und Russell Crowe. Und Logan, einer der besten Comic-Verfilmungen mit Wolverine Hugh Jackman, dem besten Teil seit dem ersten X-Men. Ja. Ich stehe auf den ersten Teil, sorry. Le Mans 66 ist ein Biopic zur Rivalität weniger zwischen Ford und Ferrari, wie es der amerikanische Titel Ford wie Ferrari suggeriert, sondern der Kampf von Autohersteller Carroll Shelby, ja genau, der Erfinder der wunderschönen Eleanor, und dem britischen Fahrer Ken Miles gegen den internen Kampf mit Ford selbst und natürlich auch ihren inneren Dämonen. Deswegen ist hier der alternative deutsche Titel Le Mans 66 bestens gewählt. Und wie wir gesehen haben, hat James Mangold eine tolle Filmografie zu bieten. Und auch gerade Schauspielern dazu verholfen, Oscar-Nominierungen zu bekommen oder sogar einen Oscar gewonnen zu haben. Wird es jetzt hier mit Christian Bale auch der Fall sein oder mit Damon? Gerade Christian Bale, der immer alles gibt in seinen Rollen, oft nominiert war, abgenommen hat für The Machinist, Rescue Dawn, The Fighter, da hat er auch den Oscar gewonnen als besten Nebendarsteller oder zugenommen hat an Muskeln für The Batman, die Batman-Filme, was war denn noch? Oder American Psycho und zuletzt hat er für Vice. Hat er Dick Cheney gespielt, hat er richtig zugenommen, mal was anderes. Wodurch die Dick war auch wieder nominiert, hat auch super gespielt. Und Christian Bale ist so ein Schauspieler, der, da denkst du nie, das ist Christian Bale, das ist immer wirklich diese Person, die er spielt und er gibt alles. Deswegen mal schauen, wie es hier in diesem Film aussieht. Sieh genau hin, da draußen wartet die perfekte Runde. Kannst du sie sehen? Ich denke schon. Die meisten können's nicht. Dieses Rennen, Le Mans, Prestige, ein Rennen, das die Kraft, Zuverlässigkeit des Autos unter Beweis stellt. Aber nicht nur der Maschine, auch des Fahrers, des Menschen und ihre Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die nicht jeder versteht, nicht aufbringen kann. Es geht um zwei Männer, die diese haben, dafür leben. Motoren vibrieren, authentischer Sound, die Drehzahl schreit. Echte Autos, echte Rennwagen. Man fährt mit, fühlt in den Kurven die Gehkraft. Politik in der Autoindustrie und um Familie, darum geht es auch. Alles rudimentär erzählt, wie in einem Hollywood-Film der 60er, aber ehrlich und leidenschaftlich, wie die von Miles und Shelby, für ihre Autos und das Fahren. So auch die Schauspieler mit Damon und Christian Bale, sowie Mangold, der stilsicher ohne unnötiges Tuning diese Geschichte erzählt. Bereit? Ich wurde bereit geboren, Mr. Shelby. Vollgas! Mir hat der Film richtig gut gefallen. Christian Bale und Matt Damon harmonisieren perfekt. Diese langjährige Freundschaft zwischen den beiden nimmt man ihnen sofort ab. Dazu genügt auch eine Szene, um dies zu etablieren. Ich sag nur Schraubenschlüssel. Ansonsten spielt Christian Bale auch super, wie immer. Er ist wieder richtig drauf, ist richtig in der Rolle. Man sieht kein Christian Bale, man sieht Ken Miles. Und Oscar-Nominierung? Vielleicht. Oscar-Gewinn? Auf jeden Fall nicht. Dafür ist die Rolle, die Figur nicht prätentiös genug. Passt nicht ins politische Hollywood-Oscar-Schema. Gespielt hat er auch ein bisschen, er hat wieder viel abgenommen und nicht so viel wie sonst. Und er hat gespielt wie so ein, hat mich jedenfalls daran erinnert, wie so ein Jim Carrey so ein bisschen. Irgendwie von der Gestik, von der Mimik. Nicht so übertrieben in Ace Ventura, aber irgendwie hat er mich daran erinnert. Ich weiß auch nicht wieso. Ansonsten ist auch viel Witz in dem Film. Nicht diese platzierten Gags, die irgendwie reingequetscht werden, weil der Film auch lustig sein muss. Sondern aus den Charakteren an sich heraus. Die sind einfach, also echter Witz. Ist echt lustig. Sonst spürt man auch das Fahren der Autos, spürt man wirklich das Gewicht der Autos, die Geschwindigkeit, dieser Wumms, die Leidenschaft dafür, das ist kein CGI, diese straighte Hollywood-Weise, wie erzählt wird, diese Oldschool-Art, ist irgendwie echt, fühlt sich gut an, es wird nicht übertrieben mit der Musik, die ist zurückhaltend, es ist nicht so kitschig, klar so ein bisschen, aber auch alles im trockenen Bereich. Und da hat James Mangold einfach ein Händchen für, der das einfach cool straight durcherzählt. Und was kann man noch zu dem Film sagen? Autos? Und da muss man sich nicht auskennen. Also ich mag zwar alte Autos, habe auch Spaß am Fahren an sich, habe ja ansonsten keine Ahnung.
Die muss man auch nicht haben, um diese Charaktere, den Film und diese Leidenschaft zu verstehen. Ja, geht rein.